Hey ho, let's go, here we go und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Build. So, ich befinde mich hier in Mine City. Für die Leute, die neu sind, das ist diese Stadt, diese Blöckchenstadt, die wir zusammen hochziehen. Da seht ihr schon ein paar Tower im Hintergrund und das bin ich übrigens. Ich bin hier der Bürgermeister mit der coolen Sonnenbrille auf und da hinten, da haben wir den Bulldogs. Jo, der hat schon Kürbis in der Hand. Halloween ist zwar zu Ende, aber macht nichts. So, wer ist denn noch alles hier am Start? Okay. Jay-Z Joe 2 baut hier ihr Haus. Das ist wohl die Schwester von dem Jay-Z Joe 1. Oh, das sieht aber krass aus hier. Als würde hier ein Biber wohnen. Oh, der Biber-Butzemann ist am Start hier. Okay, ich hoffe, sie weiß, was sie vorhat. Das sieht auch ein bisschen aus, als wäre das so eine ganze Toffifee-Parade hier. Hm, lecker. Die Jackie, die baut da hinten ihr Haus. Da. Ah, da hinten ist sie. Da, da, da. Man kann es nicht sehen. Wo ist sie? Also, ich schmeiße mich immer raus. Wahrscheinlich schmeißt du mich wieder raus jetzt. Ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Nein, Spaß. So. Lassen wir sie mal weiterbauen hier. Finde ich cool, dass sie auch im Schachbrett ihr Haus baut. Und ich habe gedacht, was ich schon länger gedacht habe, dass ich mein Real, meine reale Wohnung baue hier in Mine City. Ja. Da denke ich nochmal, da werde ich mal heute mit anfangen, habe ich gedacht. Ich bin gerade nur am Überlegen, ob das 30x30 müsste auch reichen. Ich werde mich, glaube ich, auch hier verewigen. Ja, ich werde es hier tun. Und ich werde mein echtes Haus oder meine Wohnung bauen, wie ich lebe. Und das werdet ihr dann auch sehen. Ich werde keine Roomtour machen, aber ich werde hier mein Originalhaus bauen. Und das ist gar nicht mal so schwer, weil mein Haus, was heißt mein Haus? Ich wohne in einer Wohnung mit 6 Parteien, also 6 anderen Wohnungen noch. Und das Haus besteht erstmal hauptsächlich aus Ziegeln. Das passt mir ganz gut. Und das baue ich jetzt gerade mal so aus dem Kopf heraus. Ich weiß zwar, wie es aussieht, aber so ganz detailliert weiß ich es auch nicht. Ich werde es mal machen. Ich muss mal gerade überlegen. Ich brauche ein bisschen Platz hier vorne, weil wir haben so zwei dicke, ja, so Bäume, so Büsche, so Büschbäume, wie so ein vollgefressener Tannenbaum. So zwei Stück haben wir rechts und links neben der Tür. Ich muss mal gerade gucken. Wo soll denn die Vorderseite sein? Muss ich gerade mal schauen. Ich glaube, ich lasse hier die Vorderseite. Ja, so machen wir das mal. Hier die Seite können wir zumachen. Das müsste... Ah ne, das... Wir gehen mal ein bisschen mehr hier hin. Oh, das ist gar nicht mal so einfach, merke ich gerade. Weil ich muss ja auch meine Wohnung original mit den Originalräumen nachbauen können. Ich werde jetzt erstmal grob so den Rand ziehen hier. Ist das Aufnahmeprogramm an? Ja, die Game Capture läuft. So. Ja, dann seht ihr mal, wie ich so wohne, ne? Mit Einrichtungsgegenständen so. So gut, wie ich es hinkriege. So. Die anderen Wohnungen, mal gucken, die weiß ich ja nicht, wie die geschnitten sind. Da war ich ja noch nie drin. In Nachbarswohnung. Mal gucken, ob ich einfach nur Türen reinsetze oder ob ich die Wohnung also ausbauen werde, aber nicht mit Gegenständen füllen werde. Ich werde nur meine Wohnung bauen. Ja, das kommt schon ganz gut hin, so. Oh. Oder ich... Boah, ist ganz schön schwierig in den Maßstab gerade. Mal gerade gucken, wo ist denn die goldene Mitte ungefähr? Ich brauche jetzt genau die goldene Mitte. Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, mach was mal ab hier. Dann machen wir hier den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, es passt, der goldene Mitte. So. Ja, das werde ich jetzt nicht in dieser Folge fertig kriegen. Aber ich werde es mal versuchen. Boah, ich hätte echt mal noch ein Bild von unserem Eingang machen sollen. Das ist ja gar nicht mal... Boah, das ist ja gar nicht mal so einfach, merke ich gerade. Was haben wir denn da für einen komischen Boden? Das ist so ein Altbau. Das Haus ist, glaube ich, schon 50 Jahre alt. Aber es sieht nicht so schrecklich aus, wie ihr jetzt denken würdet. Weiß. Obwohl, ne, so ein bisschen weiß-beige ist das vorne. Aber beige habe ich jetzt gerade nicht hier. Der Sandstein ist auch... Dann nehme ich lieber weiß. Der Sandstein sieht ja richtig alt aus. Wir haben dann hier vorne... So, der Eingangsbereich, da ist so eine Stufe. Ach, scheiße, jetzt kriege ich die... Ah, ne, das muss ich anders machen. Warte mal.
Da kann ich auch den nehmen, den Anne sieht hier. Er hat mir so eine Stufe. Ich glaube, ich mache das Treppenhaus so. Das kommt schon ungefähr hin, ja. So ein bisschen, ganz weiß ist es auch nicht. Oh, jetzt mit der Tür. Was haben wir denn für eine Tür? Wie sieht die denn ungefähr aus? Ich würde eher sagen, dass sie so aussieht. Boah, ist das schwierig, ey. Ich will es ja immer so originalgetreu nachbauen, wie es geht, so. So Häuser oder so, also so echte Häuser. Oder bei den Tutorials mit den Autos, die möchte ich auch so originalgetreu, wie es geht, nachbauen. Die Fenster, die waren so ein bisschen über die Tür, ne? Das ist ein bisschen zu groß. Das ist ein bisschen zu groß, Leute. Warte mal. Ich mach's mal, aber ich glaube, ich muss das Haus verkleinern. Weil dann stimmt das nicht. Ich kann ja mal hier ein Schild reinmachen, damit die Leute wissen, was ich hier baue auf der Map. Komm auch mal hier ein Schild hin. Kommt schon. Aufnahmeknopf gedrückt. Ja, alles gut. So, das war jetzt sehr spontan. Normalerweise bereite ich mich besser vor. Aber es macht ja nichts. Ich hatte das echt schon öfter mal vor. Ich habe auch überlegt, ob ich das in XXL mal baue. Machen wir das so. Ja, ich weiß, Jay-Z. Ich weiß, du bist kamerageil. Ich weiß. Komm schon. Jay-Z Joe. Yippie-yo, yippie-yay. Yippie-yo, yippie-yay. Banana, Matsch-Banana. So, was steht denn hier wieder für ein Schild? Nee, ich baue jetzt bestimmt nicht jetzt wieder oben. Also, meine Güte, du hast aber auch Fragen hier. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Was haben wir denn für komische Fenster? Wie viele Fenster sind denn da? Jo, unten wohnt ein Opa. Warte mal, wie groß mache ich denn die Fenster? Das ist so ein bisschen größer, das Fenster. Warte mal, das ist ja so ein Dreierfenster. Das ist ein Dreierfenster immer, ne? Ich muss, die bleiben nicht so. Ich muss gerade mal so ein bisschen so den Maßstab hinkriegen, wie groß das Haus eigentlich ist hier. Ja, hier wohnt so ein älterer Opa. Der wohnt, glaube ich, schon ganz, ganz lange hier als Erster. Und hier wohnt so eine ältere, alleinlebende Oma. So eine Professorin oder so. Eine ganz komische. So. Ja, man sagt halt, wenn man die sieht, hallo und tschüss, aber das war's dann auch. Was hat er hier geschrieben? Nein. Boah, Junge. Nerv mich nicht. Nein. Ich baue jetzt hier mein Haus. Bau du mal dein Haus zu Ende. Boah. Anstrengend sind die Leute manchmal hier. Warte mal so. Wenn ich wüsste, wie groß die Wohnungen von denen sind. Ich glaube, ich mach mal vorne erstmal so ein bisschen. Also die Vorderseite, ich baue mal grob die Vorderseite. Dann haben wir hier, sind hier so kleine Fenster drin. Da nehme ich, glaube ich, mal Scheiben. So. Zack, zack. Das sind echt so richtig kleine. So, dann können wir die nächste Schicht drauf machen. Nein. So. Oh Gott, wie viele kleine Fenster haben wir denn da? Das sind so... 3 Etagen sind das, ne? So. Dann mache ich jetzt hier die nächsten Fenster rein. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, damit das halbwegs originalgetreu aussieht. Ich muss gerade... Ach, das ist dieses Grau gefärbt. Ah, ich wollte dieses Schwarze nehmen. Egal, ich kann es immer noch auswechseln. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass ich das halbwegs hinkriege, dass das echt aussieht wie das Haus, wo wir leben. Ja, wie viel haben wir denn? Ich gehe gleich nach draußen, obwohl wir haben es abends jetzt. Das kann ich jetzt nicht sehen. Wir haben... Warte mal. Unten wohnt eine. Also hier wohnt so eine Oma. Hier wohnt so ein Typ mit seiner Freundin. Hier wohnt
so ein etwas dickerer Typ, der so ein bisschen älter ist, älter als ich bin. Da stinkt das immer im Hausflur, wenn der am Kochen ist, ja, dann stinkt das immer hier so im Hausflur. Die haben auch schon mal dann so einen Duft, so ein Duftkerze oder sowas so an ihre Haustür gestellt. Ja, ist echt so, weil echt verrückte Leute wohnen hier. Immer eins, zwei, drei. Jetzt kommt doch schon das Dach drauf, meine ich. Ich glaube, weil wir wohnen ganz oben. Weil wir wohnen hier im Dachgeschoss, Zwei-Zimmer-Wohnung. So, jetzt habe ich da zwei drauf. Boah, ist das gar nicht so einfach. Okay, ich muss mal mit den Dachziegeln jetzt weitermachen. Die sehen echt schon alt aus. Was nehme ich denn da für Dachziegel? Akazienholz? Fichtenholz? Kann man Fichtenholz nehmen? Guck mal, gerade gucken, Fichtenholz. Obwohl, nehme ich die Ziegel. Wir haben ja diese Ziegel wieder Obwohl, ne, das passt ja da nicht. Das stimmt ja nicht. Nee. Ich nehme. Ja, das kommt echt ungefähr. Die sehen so dunkel aus. Komm, das machen wir mal einmal hier hin. Das kann man machen. Dann brauche ich aber nochmal. Was waren das jetzt eigentlich hier? Netherziegeltreppe. Dann brauche ich nochmal Netherziegel einmal. Netherziegel. Wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf? Ah, geht. Dann haben wir erstmal hier so eine Schicht. Ich gucke mir erstmal kurz von Weitem an, ob ich hier voll den Rotz baue oder ob das halbwegs hinhaut. Ja, das kann hinhauen, ja. Boah, wahrscheinlich muss ich da sowieso noch arschviel ändern. Ich muss ja gerade hier. So kann ich wenigstens ein bisschen die Breite bestimmen. Ganz so breit ist das nicht hier. Ich glaube, so breit lasse ich das. Also hier, wie waren wir hier? Fünf Blöcke können da weg. Eins, zwei, drei. Wie viel haben wir hier? Fünf. Ja, das können wir machen. Ich bin sehr skeptisch gerade. Ich hätte mir echt mal hier auf dem Rechner hier ein Bild. Ich habe ja so Bilder von dem Haus. Hätte ich mir mal echt drauf machen sollen. Aber ich war heute mal ein bisschen unvorbereitet. Oder eher gesagt spontan. So, wo sind die anderen Kollegen eigentlich hier? Fliegen sie wieder über die Map? Mann, die sind alle hier, cool. Alle im unteren Bereich. Ja. Baut der eine zweite Etage hier drauf, Jay-Z? Ach, cool. Ja, Bruder und Schwester, die haben denselben Baustil, sieht man hier. Sie baut auch sehr dunkel, ja. Okay, er auch so ein bisschen rustikal. Ich glaube, Jackie kommt bestimmt aus der Stadt. Denke ich eher so, wie die so ein bisschen baut, so ein bisschen klinisch, schön sauber alles. Oder das so bauen halt vielleicht Frauen. Obwohl, Jackie, ich weiß gar nicht, ob du eine Frau bist oder ein Mädchen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich geh mal davon aus. Du hast einen Mädchenskin und einen Mädchenname. So, machen wir das erstmal so. Ich muss ja sagen, die Skyline ist ja schon relativ alt, ne? Aber ich finde die immer noch irgendwie cool, farblich gesehen, schön. So, jetzt werde ich erstmal unser Fenster bauen. Das ist so weiß, ne? Also, meine Güte. Dass es echt noch so ein Eiermann gibt, der mit seinem Wagen rumfährt und Eier verkaufen will. Unglaublich. Wahrscheinlich habt ihr es jetzt gerade auf der Aufnahme gehört. Der bimmelt hier draußen rum. Schon wieder. Mein, wie oldschool. Wenn ich Eier haben will, gehe ich in den Supermarkt oder auf den Markt halt, ne? Ach, wir haben ja mehrere Fenster. Ach, hier kann ich ja direkt rausgucken. Wir haben zwei Fenster, haben wir hier, okay. Zwei Fenster. Schön, dass ich einmal nur nach links gucken brauche und dann sehe ich, wie viele Fenster wir haben. Ach, ich bin so ein Genie. So, wir haben hier so zwei Fenster so. Nein. So, so. So, ja, so Dachgeschoss, man könnte so von oben schön mal runter gucken. Oh ja, es kommt schon ein bisschen hin, muss ich sagen, ja. Ja, doch, warte mal, so. Weil die, unsere Nachbarin, die hat nur ein Fenster hier. Die hat nur ein Fenster.
mein Real-House-Schild weg? Ah, ey. Lass meine Schilder stehen. Ne? Sowas hasse ich ja immer, ne? Wenn die Schilder weggemacht werden, ich schreibe das nicht einfach so, lass die einfach mal stehen. Das hat schon einen Grund. Bulldogs, was ist jetzt los? Hast du das Kraftwerk hier aus also Gefecht gesetzt? Screen. Fahren. Schreibe ich es halt normal dran. Ne? Wer schreibt, der bleibt. Wer sein Fahrrad schiebt, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. So. Ende mit den schlauen Sprüchen. Spaß beiseite, ernst in die Mitte. Screen fun. Real. Komm schon. Komm schon! Haus. Dupi dupi dum 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 dum. So, wieder dran geknallt hier. Ja, Alter, das muss mehr nach hier. Ich muss gerade gucken, dass das alles so halbwegs so passt hier. Ah, ne, wir müssen einen Block mehr nach hier gehen. Der kommt mal kurz weg. So. Weil die Tante hier. Ah, da habe ich das Glas rausgeschmissen. Oh, Mann. Das Menü ist zu klein. Was war das nochmal? Grau. Was grau gefärbt ist, ja, ne? Ich glaube, grau gefärbt war das. Ich hoffe es. Zack, zack. Zack, zack. Mal kurz checken, war das grau? Ja, das sieht gut aus. So. Boah, ich weiß gerade gar nicht, wie die Mitte aussieht. Ob das Dach hier so hoch geht? Das mache ich lieber mal im nächsten Part, weil das muss ich mir nochmal von außen anschauen. Da muss ich einmal rausgehen. Und dann haben wir hier... Warte mal. Das kann ich auch so machen, ne? Nein. So. Nein. Verkehrt rum. Ja, so passt das schon. Stimmt. Das sieht schon mal echt aus. Dann haben wir ja so ein Spitzdach zulaufen. Da oben wohnen wir dann. Da. Ich glaube, das kommt schon mal gut hin. Ich muss gerade gucken, ob wir hier auch so ein Dach haben. Weil die Wohnungen sind alle verschieden groß in diesem Haus. Deswegen, das ist ja alles nicht gleich. Wo man sagen könnte, ach, jeder Raum ist gleich und dann kann man das locker alles bauen. Nee. Es gibt verschiedene Wohnungsgrößen hier drinne. Hier gibt es doch noch so Flurfenster hier oben drin. Da muss ich mir aber nochmal anschauen, kurz. Das muss ich mir nochmal einmal angucken. Ich kann aber schon mal sagen, dass wir hier so grüne, so, wie soll ich das sagen, so große Büsche sind hier. Die sind echt groß hier. Warte mal. So, die sind immer von den Fenstern. Und die sind auch recht hoch. Mal gucken, ob ich das überhaupt so hinkriege. So. Hat so eine Form wie von einem vollgefressenen Tannenbaum. Also recht breit. Ich weiß nicht, ob ich das so halbwegs hinkriege. Ja doch, so sieht das eigentlich schon ganz gut aus, muss ich sagen. Ja. Und hier dann natürlich auch. Genau davor. Wie habe ich das gemacht? Genau vorm Fenster. So. So, genau, hier ist auch immer ganz wenig Platz hier hinter. Ist das so richtig? Ja, weil hier werden dann immer so die Fahrräder hingestellt hier. Manchmal so schmeiße ich mein Fahrrad auch hier an die Seite, packe ich das hier hin. Aber es steht meistens mal alles voll. Oh, ist das synchron hier? Warte mal, 1, 2, hier bis zu dem. Ja, das passt, das ist super. Ja, ich muss sagen, das ist mir doch ganz gut gelungen bis jetzt. Also die Proportionen, die stimmen auf jeden Fall so. Ja, was haben wir denn hier für einen komischen Boden nochmal? Das muss ich mir angucken. Auf jeden Fall kommen hier eigentlich direkt die Parkplätze, wo auch mein Auto steht. Wir haben so 5 Parkplätze hier, so 1, 2, 3, 4, 5, so in der Reihe, genau davor. Das
mal gerade gucken, aber das muss passen hier. Das passt, glaube ich, echt hier. Ich werde das mal hier, das mal jetzt hier einreißen, weil so breit ist das gar nicht. Weil sonst würde ich die Räume so extrem groß haben, wie die gar nicht so sind oder von den Proportionen. Wo ist denn jetzt der Ziegel schon wieder? Da ist der Ziegel. Das ist ja auch immer Abbau, der Ziegel, ne? Ja, kann man machen. Wir machen jetzt hier so zu. Wie gesagt, falls es doch ein bisschen größer ausfallen sollte, dann werde ich die Seiten ein bisschen wieder vergrößern. Muss ich mal schauen. Ich habe hier noch ein bisschen Platz an der Seite. Aber das war definitiv zu groß. War da gerade jemand? So. Ich habe schon Halluzinationen. Ich dachte, hier wäre ein Gespenst. Das Gespenst von Main City. So. Hier auch nochmal kurz weg. Dup, 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 dup. Das machen wir auch weg. So, so, so. So, gucken, wie das von hinten aussieht. Voll komisch. So, ja, mein Elternhaus, das war ein Reihenhaus, das war ein eigenständiges Haus. Aber wenn man älter wird, so ich so ein bisschen, dann muss man auch irgendwann raus. Deswegen wohne ich in der Wohnung. Auf Nacht einstellen. Warum denn auf Nacht? Was seid ihr denn immer alle? Was soll denn das bringen auf Nacht? Was ist denn das da hinten? Für eine Glocke? Was soll das da sein? Ach, heiliger Bimbam, wer hat denn hier ein Grab gebaut? Voll Mega-Friedhof, ey. What the fuck? Bulldog? Komm mal hier hin, das warst bestimmt du. Wer wird denn hier begraben? Deswegen hat er immer getestet auf Nacht. Aha, aha, ich wollte schon sagen, was ist denn das da hinten? Also Friedhof? Was macht der da oben? Na, du grüne Gurke? Oh, mit dem Schwert, Alter. Du bist aber gefährlich. Hi. Yeah. Oh, ja, da gehe ich lieber weg. Da habe ich Angst. So. Da würde ich mal sagen, da machen wir jetzt erstmal ein kleines Folgenpäuschen. So, da seht ihr da mein Real House, wo ich wohne. Rechts oben, da entstehen die ganzen Aufnahmen, die ihr immer schön schaut. Das freut mich richtig, richtig gerne, richtig gut freut mich das. Immer schön Like da lassen. Das fände ich richtig nice. Das motiviert für mehr. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns halt im nächsten Part von Minecraft Let's Build, ne? Ja, die anderen lasse ich noch zu Ende bauen. Aber ich werde jetzt auch gleich mal ausmachen, weil wir haben schon ein wenig lange heute wieder gebaut. Und da würde ich mal sagen, sehen wir uns halt im nächsten Part von Minecraft Let's Build wieder. Vielen Dank fürs Schauen. Bis dahin. Tschüss.